Es ist so schön, weil es geht nicht mehr darum, ob man ernst genommen wird. Wenn Menschen, viele wenige, wann, wie, in welcher Weise auch immer die Welt verändern, zu einer, in eine Richtung, die wir als nachhaltig gut bezeichnen werden, irgendwann, dann nicht deshalb, weil wir gute Argumente haben. Oder ihr, wenn ich gar nicht dazu gehöre. Vielleicht schlafe ich am tiefsten. Es geht nicht um die Diskussion, die man gewonnen hat. Da ist Shiva viel zu einsam. Er kann sich nur im Kreis drehen und frieren. Es geht nicht darum, ernst genommen zu werden. Das Internet mit all seinen Hackern, all seinen Ringen aus organisiertem Verbrechen, all den Strängen im Hintergrund, all die Geheimdienste, all die Server, all die Überwachung. All das, was wir nie wissen werden, wissen wir ganz genau. Deshalb ist es entstanden. Wir haben das Internet gebaut und in dieser Besessenheit ausgebaut und mit 5G und morgen noch mit 6G und 7G zugeballert, bis uns die Mitochondrien rausfliegen. Weil wir wissen, was das für ein Potenzial ist. Wenn wir die Dungeons vom Internet bauen, innerhalb von Maschinen, die letzten Endes wir erfunden haben, dann können wir sehen, in dem, was wir gebaut haben, wie wir sind. Ja, viel Dunkelheit, viel Schatten. Aber wir können durch den gebauten Schatten, das Design des Schattens in uns selber, den wir nicht mehr aufspüren konnten, weil wir ihn gar nicht mehr sehen konnten, rückübersetzen. Wir können die Matrix des Internetschattens zurückverfolgen in die Spur unseres eigenen Nervensystems. Und dort passiert Intelligenz durch die Verbindung von, sagen wir mal, Dunkelheit und Licht. Sagen wir mal, Bewusstsein und Energie, ist ja wurscht. Wir müssen an die Nähte gehen, an die Limits, an die Schnittstellen. Dort müssen wir vibrieren. Zurzeit teilen wir die Menschen in die Opfer und die Täter, in die Bösen, in die Guten. In die, die wissen und die nicht wissen. Wissen ist völlig überschätzt. Wissen ist, hat ausgedient. Shiva dachte in seiner Einsamkeit, er könnte sie in sich selber generieren, aber das kann er nicht. Er dachte es, weil er es kann. Aber es lohnt sich nicht, auf der globalen Ebene davon auszugehen. Yin ist in Yang, Yang ist in Yin. Ja, aber das. Wir sind nicht off mit diesem Solo-Man-Projekt, aber es rüttelt definitiv, weil Yang ohne Yin nicht gedacht ist. Diejenigen, die die entsetzlichsten Dinge in den Untergrund des Internets gebaut haben, sind diejenigen, die auf der Ebene dessen, was wir lernen werden müssen zu sehen, uns den größten Gefallen tun. Und wie in uns selber. Wer hat die größte Macht? Die. Während wir glauben,
Wir hätten mit Facebook-Freunden zu tun. Sie halten uns die Bomben vom Leibe, die wir uns vom Leibe halten. Ich habe so viel Angst davor, so viel Angst zu verlernen, so viel Welt zu verlernen. Aber wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr. Eine Kultur, die abwehrt, Angst zu haben vor Manipulation oder vor Auslieferung, ist eine Kultur, die einfach daran ersticken wird. Wir müssen der Auslieferung und der Manipulation entgegenlaufen, weil sie unser Design ist. Und wenn wir das tun, wenn wir schneller rennen als die Gegner, vor denen wir Angst haben, dann sind wir mehr auf dem Punkt als der Teufel. Und dann ist das Ganze gar nicht mal besonders tief oder besonders schwierig. Wir können nicht mehr heilen auf dieser kleinen Insel. Und es hat mich so lange so verzweifelt gemacht, dass wir das nicht können. Und jetzt habe ich Angst davor zu sehen. Wie wunderschön es ist. Verstehst du, wenn ich die entsetzlichsten Strippenzieher der Welt, der entsetzlichsten Verbrechen der Welt, die mit meinem Körper oder mit was auch immer, mit meinen Daten, mit den Kindern, die ich nicht habe, aber die ich spüre, Dinge tun, die traumatisieren, wenn man sie sieht. Wenn der Weg nicht ist, sie zu hassen oder sie zu entschuldigen, sondern wenn der Weg ist, die Angst davor loszulassen, das andere dessen loszulassen, dann fällt man in eine solche Substanz von Freiheit. Das ist so bedrohlich. Es scheint mir leichter zu sein, irgendeinen Riss im Neokortex zu haben und das Ich-Gefühl auszulöschen. Einfach nur irgendwie wach zu sein oder niemand zu sein. Aber diese Wucht dessen, wie substanziell Furchtlosigkeit ist, die macht mir Angst. Wie göttlich das Tier ist in uns. Ich habe wirklich Angst davor, so viel Angst loszulassen. Ich habe wirklich Angst davor, so viel zu lieben, so rücksichtslos lieben zu können. Es ist wie, dann kann ich den ganzen Tag safe sein und glücklich. Dann kann ich den ganzen Tag mich in dieser Welt bewegen, so als wäre sie nicht entsetzlich. Und das ist sie genau deshalb nicht, weil sie so entsetzlich ist. Ich habe immer gedacht, das Freie, das Schöne, das wäre
Es wäre woanders. Es wäre in Bali. In der Sonne, wenn man gesund ist. Wenn man nicht von 50 WLAN-Netzen umgeben ist. Und es scheint mir, wie wenn diese Zeit eine Politik von spiritueller Verkörperung gebiert. Das gab es noch nicht. Das gab es noch nicht. Und die Art, das Neue kommt aus dem, das ist Quantenphysik, das Neue wird geboren aus dem, wenn sich alte Felder in neuer Weise treffen, sozusagen an den Rändern. Die Intelligenz ist an der Membran, nicht im Kern. Die Intelligenz ist in der Kontaktfläche, in der Bezugnahme zwischen Innen- und Außenwelt. Ich habe mir das immer schön vorgestellt, als so ein Tanz der Anziehung. Und ich habe das Gefühl, hier ist alles so eng geworden unter Menschen, dass die Dinge eher zusammengedrängt werden. Die Membranen werden zwangsberührt, weil sie sich jetzt endlich mal begegnen müssen. Und das ist so, das erzeugt so viel Hitze und Reibung im Nervensystem, so viel Gewalt, so viel Rütteln, so viel im Menschendschungel wiedergefundener Instinkt. Das ist so anstrengend. Es ist wie eine Form von Resilienz, weil man jede Definition von Gesundheit verhöhnt und vergewaltigt hat. Es ist wie Unsterblichkeit, indem man so durchlöchert wird. Dieser Satz, na, das wollen wir mal nicht hoffen. Wir müssen hoffen, dass uns das Schlimmste einfällt, bevor wir es kreiert haben. Und so werden wir anfangen, es nicht mehr entstehen zu lassen. Das ist, wie es endet. Mit dem Kern ist es immer der eigene Tod, aber das ist spirituell so verbraucht, die Angst vor dem eigenen Sterben aufzulösen. Zumindest ist das, was dabei rumkam, bisher für mich nicht ausreichend und für ein paar Millionen, Milliarden andere Menschen auch nicht. Es erscheint mir so schwierig. Wie können wir aufhören, uns selber misszuverstehen? Wir missverstehen uns immer als die Schlechten und wir missverstehen uns auch immer als die Guten. Ich weine jetzt zum Beispiel, weil Menschen sterben oder gefoltert werden. Jetzt missverstehe ich mich als die Gute oder würde normalerweise mich missverstehen als die Gute, die mit den Menschen Mitgefühl hat. Weil sie die Menschen liebt und weil die Menschen es wert sind, zu leben und nicht gefoltert zu werden. Das ist die Story, das stimmt nicht. Ich weine, weil es nicht wahr ist. Ich weine, weil meine Essenz weiß, dass Leiden unnötig ist. Ich weine, weil diese Menschen nicht gefoltert werden würden, wenn wir Zugang zur Wahrheit hätten. Das ist alles. Wahrheit ist so amoralisch. Wahrheit ist so amoralisch. Wir haben nicht Mitgefühl, weil wir etwas sehen. Sobald wir etwas sehen, sind wir blind. Wir schauen nach innen und wissen, Leiden ist unnötig. Trauma ist unnötig. Und es ist wie, wir bleiben gefangen auf der falschen Seite des Mondes. Und deshalb weinen wir. Aber das wickeln wir sofort wieder ein in unsere Geschichte. Ach Gott, also würde ich niemanden foltern. Wer weiß? Wer weiß? Man hat mich einfach in der Schule mit Geografie unterrichtet. Komma, und das ist der einzige Unterschied. Wir könnten uns überall stoppen.
Wenn wir uns oder die anderen als die Bösen darstellen oder wenn wir uns oder die anderen als die Guten darstellen. Ich habe so viel die Sicherheit gesucht. In der Sicherheit. Und heute habe ich solche Angst vor der Sicherheit. Weil ich durch sie hindurch gucken kann. Was für ein Konstrukt aus Angst, aus Vermeidung. Und dahinter gibt es eine solche Sicherheit. Aber was ist das schon? Weißt du, gleich fliegt hier ein Stein durchs Fenster. Dann habe ich doch meinen Feind. Verstehst du, wie weit müssen wir denn gehen? Wie viel können wir denn überleben? Wie weit gehen unsere Nervensysteme? Ich glaube, sie gehen so weit wie Göttinnen und Götter. Das Leben ist immer am Limit. Da geht es dem Leben sehr gut. Wenn wir die Perfektion sehen könnten von diesem Drama, dann würden wir das Drama, dann würden wir die Seiten des Drehbuchs wieder anfassen und es weiterschreiben, weil wir es ja eh getan haben. Es wäre nicht mehr das Fremde, was uns überrascht. So kommt jede neue Großverhaftung, jede neue Aufdeckung, jeder neue Mafia-Ring als eine Überraschung um die Ecke. Wirklich, wenn mich noch irgendwas überrascht, dann hab ich vorher die Augen zugemacht. Nicht, weil ich dachte, oh, überall kann alles gleichzeitig passieren und ich male es mir aus. Nein, diese ganzen Mindfucks. Das ist dieses ganze Mentale. Das ist es nicht. Aber die entbrannte, rücksichtslose Realität von Energie, in der bade ich in allem. Und täte ich das, wäre ich nicht nur vor dem Mafia-Ring, am Ort des Mafia-Rings. Ich wäre auch Teil eines Feldes, was mafiöse Strukturen langweilig macht, denn sie sind langweilig. Es ist langweilig. Es ist langweilig, böse zu sein. Es ist nicht so langweilig, wie es langweilig ist, gut zu sein. Aber am Ende ist auch das echt nur der halbe Weg. Das echte Futter. Es ist gar nicht so weit weg. Aber es ist halt Nahrung. Es ist halt Energie. Diese Dinge sind sehr neu und ich möchte sie erforschen. Wir sind individuell nicht gewappnet für diese Ladungen an Trauma. Wir sind wandelnde Haufen an Abspaltung. Das, was heutzutage ein einzelner Teenager gesehen hat, an gewaltsamen Pornos zum Beispiel, neben dem, es kann wer weiß, was in ihrem Nervensystem gemacht haben, was sich toll angefühlt hat oder sonst wie. Es ist ausgeschlossen, dass man sich frei im Internet bewegt, ohne Dinge zu sehen, die auch traumatisieren. Damit kann keiner umgehen. Das fängt auch keiner auf. Weil alles vorziehen zu sagen, guck halt keine Pornos. Okay. Wir sind so voll von Dingen, die wir nicht containen können. Uns sind so viele Dinge passiert, in uns. Wirken so viele Kräfte, die können wir nicht alleine halten. Die klassische Traumatherapie sagt aber, das muss ein Mensch können. Also muss er barfuß auf die Erde. Also muss er durch den Wald. Also braucht er freie Tage, wo er einfach mal sein Handy auslässt. Und de facto, Sonja, das wird es weniger geben. Die Tage ohne Handy wird es weniger geben. Die Wälder wird es weniger geben. Und der Boden, in dem man gefahrlos barfuß geht, wird weniger geben. Das heißt, wenn sich ein kollektives Nervensystem nicht verrechnet, es kann aufgehen, wir brauchen nur die Energie. Und das Internet ist uns den Schritt voraus, denn es ballert 5G da rein.
Das ist sowas wie, als wenn wir individuell massenweise die Kundalini freischalten. Vielleicht gar keine so dumme Idee. Aber wir haben aus der Vergangenheit, als es so viel weniger Menschen gab und so viel weniger Zwangsvernetzung über Internet, weil es so viel weniger Social Distancing im Konkreten gab und so viel weniger Angst voreinander im Konkreten gab, haben wir diese Resilienz zerschossen. Meine Beobachtung ist, und es ist so schön, nicht ernst genommen werden zu müssen, weil ich dann darüber nicht diskutieren muss. Ein Mensch unter Dauerbeschuss von Elektrosmog in der Großstadt hat weniger Regulationsvermögen als jemand, der diese Art von Dauerbeschuss nicht aushalten muss. Das ist meine Beobachtung. So sehe ich die Dinge. Es ist so schön, die Freiheit zu feiern, dass man mich nicht ernst nehmen muss. Das ist genau meine Meinung. Es ist genau meine Wahrheit. Nur meine. Aber meine ist es. Heißt, wir haben mehr Zugang zu Informationen in uns und um uns herum durch mehr Internet und mehr Dauerbeschuss und mehr WLAN und mehr was auch immer, was wir regulieren können müssen. Sonst würde es nicht auftauchen. Aber wir können es immer weniger. Wo ist das Problem? Wir haben irgendwas noch nicht entwickelt, was wir entwickeln können und von dem wir jetzt schon wissen, dass wir es können. Nämlich, das ist jetzt nur ein Gemälde. Aber was soll ich machen? Das, was in mir hochkommt, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, das, was dir zu viel war, von dem, als du 23 warst oder was auch immer, das schwappt in dir hoch. Sprengt die Grenzen dessen, was du containen kannst, strömt aber in das ebenso durchlöcherte Nervensystem deiner Nachbarin oder von mir oder sowas hinein und wird in mir weiter verdaut und weitergegeben. In der Weise gehört mein Stuff nicht mir und dein Stuff nicht dir, sondern wir regulieren alle gemeinsam, nicht weil wir das wollen, sondern weil wir sehen, dass es sowieso so passiert. Wir brauchen Wahrnehmungsformen, Sinnesorgane, Beschreibungsformen, Praxis, Testversuche. Damit, ob es sich lohnt, diese Dinge so zu beschreiben. Es geht mir nicht darum, irgendwas Neues zu machen. Es geht mir darum, zu sehen, was sowieso passiert. Denn das ist, dass die Welt der Energie, also Shakti, sich bewegt, wie sie es eh tut. Und sie hat das hier eh im Griff. Denn wir sind hier auf einer Erde. Wir haben es hier mit Materie zu tun. Wir haben es hier mit Energie zu tun. Wir sagen das hier, weil wir beide zum selben Zeitpunkt atmen können. Statt dass du vor 100 Jahren gestorben bist und ich vor 200. Und das wird gesehen vom Licht des Bewusstseins. Ich will nur sehen lernen, was hier passiert. Ich will nur, dass Shiva und Shakti sich wiedersehen. Und dann in der Mitte gibt es diese Naht, diesen Saum, diesen Kuss der Membranen, was ist wie Licht. Und dort sind die Dinge alle jetzt schon schön. Sie stimmen jetzt schon, sie liegen bereit. Und dann stehen wir dazwischen und machen die Augen zu. Was geschieht? Was machen wir hier? Wir machen etwas abgrundtief Grandioses. Wir haben nachgebaut etwas, das uns mehr an unser Gottsein erinnert als alles andere. Und wir können das sehen lernen. Wir können es. Und nach meiner Beobachtung ist es das, was wir müssen, wenn wir zu dieser Liebesgeschichte beitragen wollen. Aber das müssen wir nicht. Ich glaube nur, dass wir es wollen. Dass wir das wollen.